Ja, lass uns einmal heute einmal plaudern über das Thema Männer und Männerwelt im 21. Jahrhundert. Und bei den Männern geht es nicht darum, dass man jetzt einfach irgendwelche Feiern hat oder seine kleinen Schwänzchen in irgendwelche Möschen einsteckt. Man ist genug pampert in meinem Leben. Um das geht es nicht. Das ist vollkommen zweckentfremdet. Oder große Autos fahren oder große Sparbüchle und Aktien haben. Das mag alles schön und gut sein. Das will ich ja nicht verurteilen. Messer haben oder Waffen haben oder große Autos fahren oder Aktien oder wie immer. Es geht vielleicht viel tiefer und mit viel größerer Tragweite muss man das Thema behandeln und angehen. Und auch ihr Frauen da draußen, auch ihr Mütter da draußen oder generell ihr Frauen. Weiber sage ich euch nicht, weil Weiber ist ein Ehrentitel, das verdienen, würde ich sagen, im Westen vielleicht 1% aller Frauen. In Russland und im Osten ist es noch ein bisschen anders. Da sind mehr Frauen Weiber. In der Feminität, aber wie schaut es bei uns aus mit unserer Maskulinität? Geht es darum, dass man einfach jetzt ins Gym geht und hu, 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 ja, habe ich auch gemacht. Auch nichts dagegen einzuwenden. Es ist gut, wenn man auf seinen Körper schaut, auf seine Gesundheit, aber was ist mit der geistigen Gesundheit? Die meisten Männer heutzutage, würde ich sagen, sind pubertierende Kinder im geistseelischen, in einem Männerkörper. Damit bringt man viel mehr Dinge durcheinander, wie man es will. Wer ist schuld? Naja, es ist eine von oben herab indoktrinierte gesellschaftliche Entwicklung, ob es jetzt Gender, LGBT, Schwul, Libu, Q oder sonst irgendwas. Jeder wie er will. Ich muss sagen, ich stecke meinen Schwanz nicht gern in Öffnungen, die was eigentlich für Ausscheidungsorgane gedacht sind. Aber wenn wirklich wer genetisch dafür veranlagt ist und diese Sache hat, dann soll das ausleben. Aber bitte, würde ich sagen, unter seinen eigenen vier Wänden. Also zum Beispiel schmusende Männer, das ist für mich abstoßend. Nein, ich bin nicht homophob, aber selber, für mich persönlich, selber lehne ich das ab, ich mag das nicht. Für mich ist das unnatürlich. Aber da brauche ich auch gar nicht den Begriff unnatürlich oder Norm politisch, ideologisch bewerten, sondern einfach aufgrund der rauschen Normalverteilung. Wenn man jetzt vielleicht 10.000 Männer als einen Stichprobenfang ein, macht man 10.000 Männer, befragt man ernsthaft über ihr Sexualverhalten, dann würde ich nicht jetzt, sag ich jetzt mal, in der Standardabweichung, μ plus minus Sigma, also die Mathematiker kennen sie ja aus unter euch, 68% eher normal heterosexuell sein. Dann gibt es vielleicht in der gaußschen Verteilung ein paar, die was halt ja, homophob sind und ein paar, die was halt homo sind. Ja, so ist es. So hat es die Natur eingerichtet und da braucht man nicht mit irgendwelchen komischen Fähnchen oder sonst irgendwas nachhelfen. Das ist so. Das ist natürlich. Und das sollte man so stehen lassen. Also wie gesagt, ich habe nichts gegen Schwule. Nur, wie bitte? Also ich sage, ja, ich habe lange Haare, ich schaue aus wie schwul oder sonst irgendwas. Lange Haare sind Antennen, das ist eine andere Geschichte. Also früher, in Zeiten vor der amerikanischen Besatzung und vor dem Naziregime und auch vielleicht vor Preußen, waren lange Haare eine Ehre des Mannes. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich würde das zu weit ausführen. Es gibt viele Dinge, die was ich da anreiße und wie immer triggert die natürlich auch. Und ich erlebe es immer wieder, dass gerade jetzt diese Generation Z und nichts gegen das Z steht auch für einen Kampf gegen das imperialistische Fett-Dollar-System gegen diese Zinsknechtschaft, die was mittlerweile geführt wird. Also durchaus ein Begriff oder ein Buchstaben, mit dem ich mich identifizieren kann, aber er wird auch missbräuchlich verwendet in der sogenannten Generation Z. Man sieht es, Headdown, Straßenkleber, Weicheier hoch 3, aber er ist schuld. Nein, im Grunde genommen könnte man sagen,
ist es die Verantwortung von uns Väter, die was wir auch schon Weicheier sind. Unsere Opas, die waren aus einem ganz anderen Holz geschnitzt, also die haben wirklich nur Eier gehabt. Das hat sich immer wieder mehr degradiert, auch der Testosteronspiegel ist mittlerweile immer mehr gesunken oder wird zum Sinken gebracht. Das ist natürlich ein anderes Thema. Aber auch wir haben als ältere Männer, älter, wehe, für euch da draußen nennt mich wer Opa. Da gibt es einen Spruch, den lege ich um. Das ist jetzt nicht der Spruch von mir, natürlich, das ist ein Spruch, wir waren Helden, für einen Mel Gibson-Film, was ich empfehlen kann, wo das einfach zum Spruch gekommen ist. Also alle in unsere Verantwortungen, natürlich bin ich nicht mehr 23, ich bin 53. Und natürlich habe ich jetzt nicht mehr diese vitale Kraft, wie vielleicht vor 23, aber ich habe trotzdem wahrscheinlich um einiges mehr Power und auch vitale Kraft wie die meisten, was jetzt 25 oder 30 sind. Also, weil ich einfach aus den 71er Bayern und aus einem ganz anderen Holz geschnitzt war, bin natürlich auch mit sehr vielen ideologischen Verpfuschungen, New Age-Bewegung, 68er Bewegung, hat sehr viel Schaden angekriegt. Diese Re-Education-Bewegung, bitte forscht einmal nach, was Re-Education ist. Also wer sucht, der findet. Das ist heutzutage schon sehr schwierig, hier wirklich zu recherchieren. Es gibt nur auch Internetseiten, ja, wenn ich das sage. Programmiertes Denken, gebt es einmal ein, dann findet es nur vielleicht einen Artikel im ganzen Internet, der was wirklich diese Re-Education Thematik nur aufholt, alles andere wird ja schon zensuriert, aber in unserer ach so westlichen, freien, demokratischen Gesellschaft gibt es natürlich gar keine Zensur, das ist aber klar. Zensur findet nicht statt. Vielleicht, aber zensurierst du, Vater oder Mutter, deinen Sohn? Ein konkretes Beispiel. Der Sohn ist vielleicht 13 Jahre. Er kann ein Handy bedienen, er beherrscht die deutsche Sprache, auch die englische. Wenn ein neues Computerspiel, dann setzt er alle Hebel in Bewegung, dieses Computerspiel zu haben, selbst im Hardware. Aber wenn es um lebenspraktische Dinge geht, dann zensurierst du ihn und nimmst du ihm die Eigenverantwortung, dass er einfach selber sich diese Dinge organisiert, die was er braucht. Zum Beispiel. Was ist wichtiger? Designer, paar Schuhe oder Sportausrüstung. Sport ist Mord, hat einmal wer gesagt. Auch Sport wird missbräuchlich verwendet, waren schon mehr Sport. Ich kann mich erinnern, in der HTL, ich spanne den Bogen zurück, dann einmal der Turnlehrer, dann habe ich ihn wirklich in die Eier gepackt. Ich meine, der Turnlehrer hat es bei mir nicht leicht gehabt, der ist öfter für 2 Stunden im Turnunterricht in seine Kammer eingesperrt, weil ich einfach wirklich, ja, auch nicht so angenehm war für ihn, aber das ist einfach so, das ist eine natürliche Auslese, das ist eine natürliche Selektion, das ist eine natürliche Rangordnung, die was einfach unter Männern gibt, wo man einfach mal die ganze öffentliche Ordnung wegnimmt, dann entsteht die ganz von natürlich, die ist wichtig, dass sich einfach die jungen Lömer reiben können, einfach ihre Fähigkeiten und Eigenschaften einschätzen. Und das lernt man oft auch vielleicht durch Raufereien oder Ranglereien oder wie immer, gibt es mehrere Möglichkeiten, einfach das zu. Ja, das festzustellen, wo man in der Hierarchie stehen sollte, nicht wo man politisch, ideologisch, weltanschaulich gepusht wird, dass man sich sagt, okay, ich bin geimpft und ich habe das Regenbogenfahnderl auf mein Emblem und ich bin für Ukraine und bedingungslose Unterstützung für gewisse nationalsozialistische Elemente, dann bin ich einfach gut. Na, jetzt habe ich schon wieder was gesagt, was ich nicht sagen darf, aber scheiß drauf, scheiß dir nicht an, was will das. Was können wir verlieren? Was haben unsere früheren Generationen verloren? Nicht zurück zur Abdel. Und wenn einfach der Turnlehrer einmal vielleicht
im Semester den Hindernisparcours aufgeschüttet, also so wie es beim militärischen Mehrsport ist. Oh, da bin ich aufgekommen. Und das war Aber Fußball und Klanker, das ganze Klampersport und das Ganze, das hat mich eigentlich überhaupt nicht interessiert. Ich meine, was bringt das? Also wandern so hin, wir schauen einfach so einen Sport betreiben, der was es auch in gewisser Art und Weise ein Wehrsport ist. Das ist ganz wichtig. Wir sollen schon fähig sein, einfach uns zu wehren, wenn es davor kommt. Und wehren damals sie nicht, wenn wir nach dem fünften Bier uns hinter den Bierkrieger verschanzen und dann große Sprüche klopfen, sondern das kommt dann darauf an, wenn wirklich einmal ja, Dinge vielleicht nicht so sind, wenn unsere Spontanität gefordert wird, wenn wir einfach unsere Schmerzgrenzen gebraucht werden, Schmerzen zu ertragen, ist es wichtig für einen Mann. Und ich kann mich erinnern, ich habe schon erzählt, damals in der HTL, ich liebe diese Schule, aber heutzutage ist diese Schule eigentlich auch nicht mehr diese Schule, wo sie sein sollte, eine Männerschmiede. Und ich war damals Anführer von einer rechtsgerichteten pro-amerikanischen Wehrsportgruppe. Und ich habe selber gemerkt, dass ich einfach bei mir, trotz allem Training und Vorbereitung, einfach mir gewisse Expertisen gefällt haben. Und da hat es das Schicksal des Universums so ergeben. Und gefügt, es ist wichtig, also ein Mann ohne geistig-seelische Anbindung mit Waffen ist die größte Gefahr. Darum bin ich gar nicht für ein liberales Waffenrecht, sondern das erste, wenn die Männer sich in andere Disziplinen beweisen, ob sie einfach auch wirklich auch charakterlich, geistig, ideologisch und Anführungszeichen, moralisch fähig sind, mit dieser Verantwortung umzugehen. Und ich habe damals einfach das große Geschenk gehabt, einen Unteroffizier von Jagdkommando kennenzulernen. Das war damals von meiner, wo ich quasi in Untermitte war, der Sohn von der Mutter. Und es war meine Intention, also bitte nicht Mama oder Papa, such alles, sondern lass deinen Sohn selber suchen und forschen. Und er soll jetzt selber einfach Energie investieren. Und also meine Intention in Energie, ich habe zu diesem Unteroffizier gesagt, ja, ich würde gern von dir lernen. Und nachdem haben sie, da habe ich schon mal ein halbes Jahr kennt, dann hat er gesagt, nach einem halben Jahr ist er mit zu mir gekommen, ja, es gibt eine Bedingung. Also bedingungslose Unterordnung. Und das habe ich angenommen. Männer müssen lernen, sich anderen Männern unterzuordnen. Bedingungslos. Aber bitte nicht den Aktienguru oder den Fußballprofi, sondern wirklich such dir Männer aus, die was einfach deine Mentoren sind. Und das waren, würde ich sagen, 2 Jahre harte Ausbildung. Aber sehr lehrreich. Also sehr lehrreich. Und ich würde das wieder machen. Also dieser Mensch, dieser Jagdkommandeur und Offizier hat mich immer eigentlich über meine Grenzen geführt und mir zeigt eigentlich, dass ich in meinem Zustand eigentlich bestenfalls für italienische Einheit taug. Natürlich muss man ehrlich sagen, ja, man muss einfach auch Feedback einstecken können, ein Resümee, und wenn man heutzutage so die jungen Männer anschaut, wie sie zluschen, Waschlappen und Weicheier. Ja. Ich bin vielleicht ein Luschen und ein Waschlappen und ein Weichei, würde ich sagen, durch 4 geteilt. Also vielleicht auch schon diese Tendenzen, aber ihr seid nun einiges mehr. Ich glaube es einfach vielleicht, wenn ihr ein neues Handy ihr kauft oder ein großes Putzauto euch auf Kredit oder auf Leasing kauft oder was nicht, irgendwo in der Disco Weiber abschleppt, ja, für den Frauen, man die was sie billig hergeben, vielleicht für 3 Flaschen Bier oder 3 Hugo, und dann darf die quasi besteigen, und die was vielleicht auch schon sie von 50 oder 100 andere besteigen, bestimmt man sind, also das ist ja nicht eine Ehre. Also auch ihr Frauen da draußen, also behaltet euch euch rein, die Kids nicht alles haben. Ihr könnt nicht 50 Raum am Karussell dran,
50 Mal reiten am Karussell und dann seid ihr vielleicht 20 Jahre und dann glaubt sie, ihr seid dann beziehungsfähig. Also damit zerstört sich selber, man kann nicht alles haben. Und wie gesagt, mit 30 geht sie alle, knallt sie alle gegen die Wand und dann sagt sie hoppla. Ja. Verpasste Gelegenheiten habe ich natürlich auch vielleicht einige gehabt, aber jeder handelt natürlich in seinem besten Wissen und Gewissen. Man kann an die Menschen keine Vorurteile machen oder keine Vorwürfe. Wir alle sind indoktriniert, sehr stark. Und zurück zu diesem Unteroffizier. Ich kann mich erinnern, es waren einige Situationen, wo ich wirklich einfach Angst gekriegt habe. Aber ich kann mich erinnern, eine Situation, jetzt höre ich immer wieder gerne, so Februar, und ich bin gerade bei der HTL angekommen. HTL habe ich geliebt, das habe ich dort nicht gelernt, das hat mir einfach, getaugt. Ja. 5 Uhr am Nachmittag und ich wollte gerade noch, nichts gegessen gehabt, wollte noch gerade damals zum Geschäft einkaufen gehen, war ich mit Hof und Yps. Wie gesagt, Mitte Februar oder was, Anfang Februar, noch jetzt mir nicht fest. Und der hat mir natürlich schon abpasst, irgendwann hinter einem Eckerl, also immer die Spontanität, so. Die Brücke ist zerstört, wir müssen durch die Yps durchschwimmen. Mitte Februar, Schulsachen, Tag, durch, aber er ist vorangegangen. Und ich sage einmal wieder zu meinem Sohn, und wirklich brenzlig wird, es gibt einen Spruch, vorwärts und durch. Wandt ihr eichene Söhne mit Samthandschuhen angreift, dann werden irgendwann eichene Söhne euch hassen für das. Keks mit Stahlkanten, ohne Liebe, ohne Respekt, ohne dass du wirklich eine Herzensbeziehung zu deinen Anvertrauten hast, ist auch falsch. Du brauchst eine Liebe und einen Respekt. Du musst diesen Menschen wegen verherzen. Und dann musst du diesen Menschen einfach wirklich auch einmal an die Gurgel nehmen und einfach ihn wirklich einführen in gewisse Rituale, was Männlichkeit bedeutet. Und glaubt zwar, liebe Leute, ich bin nur weit weg, aber ich strecke mich aus nach dieser himmlischen Berufung. Und ich werde es in der Inkarnation nur lernen. Und alles, was in der Inkarnation nur lernen, werde ich mitnehmen. Also, betrügerische Staat, korrupte Regierungen, ich sage jetzt keine speziellen Namen, jeder soll sagen, wie er meint. Mitläufer, Denunzianten, erkennt sich Wormatier. Es wird ein anderer Wind wehen. Und der weht definitiv, das lässt sich nicht mehr aufhalten. Und du sollst auch nicht der Mensch sein, der es aufhält, dass wir wieder in unsere natürliche Menschlichkeit oder Männlichkeit kommen, die Rune Manatz, das Mann und Frau, sind zwar Munjo-Runen miteinander, also da die Ewerts-Rune miteinander verbindet, werden verbindet da die Laguz-Rune, aber wie das wäre schon mal gekriegt, wenn wir Männer wieder in die junge Männer in die Männlichkeit helfen und uns selber in die Männlichkeit helfen, dann ist im Endeffekt der ganzen Gesellschaft gedient und dann ist es vorbei mit saften Lügen und Gelächtern, mit Ausbeutung, mit Turbokapitalismus und auch mit Kommunismus, dann werden wir wieder ins Gleichgewicht kommen. Und die Welt schreit nach Gleichgewicht. Die wird sowieso kommen. Die Frage ist, willst du daran mitarbeiten? Bist du bereit, daran mitzuarbeiten? Und ich lade dich ein, geh in dir, geh in dich, schaue auf deine Wunden, wie ich es auch tue, und es ist schmerzvoll. Aber da müssen wir durch. Ein Indianer kennt kein Schmerz, das ist so. Das sind Sprüche, die was nicht unbedingt von primitiven Kulturen stammen, sondern von Kulturen, die was es sehr wohl verstanden haben, in Harmonie mit ihren Mitmenschen, auch den Frauen, Familien und Kindern, aber auch mit der Natur, mit den Pflanzen und Tieren zu leben. Und da müssen wir wieder hin. Definitiv, so ist es. Und somit sage ich jetzt einmal, die Generation Z wird kommen, aber die richtige Generation Z, die wird kommen. Das lässt sich nicht aufhören. Könnt ihr machen, was wollt.